herzlich willkommen bei Kido Sukesto Arschloch, die Talkshow. Ich sehe hier Frau Timmerpflanzbauer, begrüßt uns heute, um uns ihre Verlobung mitzuteilen. Wie kam es denn dazu? Ja, also kennengelernt haben wir beide uns bei der Landesgartenausstellung in Ritzenhof bei Ransfelden. Das war vor einem halben Jahr. Und ich ging so durch die dritte Schauhalle. Und an ihm konnte ich einfach nicht vorbeigehen. Sein Chlorophyll wirkte so anziehend auf mich. Es war Liebe auf den ersten Photosynthesevorgang. Ein unbeschreibliches Gefühl. Ich verstehe. Aber warum genau ein Baum? Warum? Warum kein Baum? Diese Frage beschäftigt mich. Bäume sind noch etwas Natürliches. Bäume kränken ja nicht. Bäume sind wundervoll. Wo wollen Sie hin? Sie sind so berührend. Ich brauche kurz Ruhe. Gut. Was für eine Baumart ist der denn? Die Baumart spielt doch keine Rolle. Sie wissen nicht, was für eine Baumart der ist. Wann hat denn Ihre Freundin Geburtstag? Schatz, wann ist doch mal dein Geburtstag? Am 17. März 1983. Mein Bauch ist ein Fikus. Sie wollen mir jetzt wohl nicht ernsthaft erzählen, dass das ein Fikus ist. Wo wollen Sie wissen, was ein Fikus ist? Haben Sie hier einen Fikus gesehen? Wenn Sie einen Fikus erkennen, wenn er Ihnen ins Gesicht springt? Sie haben so recht. Und ich habe auch keine Freundin. Ich habe gerade meine Mutter angerufen. Meine Adoptivmutter. Sie ist nicht mehr viel älter als ich. Wissen Sie, meine Mutter habe ich verlassen vor langer Zeit. Das ist natürlich eine sehr ergreifende Geschichte, aber wir waren doch hier, um über mich zu sprechen. Ja. Schatz, willst du gehen? Nein, Sie dürfen nicht gehen. Ich habe ja noch Ratgeber für Sie. Hören Sie, ich bin Ihnen ja sehr dankbar, aber ich glaube, derjenige, der die Ratgeber braucht, sind... Sie haben so Geld. Ja, es tut mir so leid, aber wir haben einen Termin bei der Gartenpflege. Nein, bleiben Sie hier! Wissen Sie was? Sehen Sie, ich gehe zum Garten. Und ich werde wiederkommen. Und ich werde jemanden für Sie mitbringen. Haben Sie? Nein! Hören Sie, das ist die Schwester von Fikus. Ist das wahr? Ist das wahr? Du kriegst 500 Euro von mir, wenn du das mitmachst. Sie haben mein Herz gerettet. Wir werden nun gehen. Auf Wiedersehen. Bei uns an der Erbe. Auf Wiedersehen bei Kido Sukesto Arschloch, die Talkshow. Ich werde Sie nächstes Mal wieder begrüßen.